Fast 1 Million Schweine leben in dem Landkreis Steinfurt im Norden von Nordrhein-Westfalen. Tierretter.de wurden im August 2019 Aufnahmen aus 4 verschiedenen Schweinemastbetrieben zugespielt. All diese Betriebe befinden sich im Landkreis Steinfurt. In der Nähe von Rheine befindet sich dieser Betrieb. Auffällig ist, dass er sich zunächst transparent gibt. Flyer von einem Programm, das Einsichten in die Tierhaltung gewähren soll, sind an dem Stall angebracht. Tierhaltung live erleben, heißt es darin. Diese Videoaufnahmen zeigen, wie es wirklich hinter den Stallwänden aussieht. Viele Tiere haben Verletzungen. Einige Tiere sind in den Buchtengängen separiert. Sie weisen besonders schlimme Verletzungen auf. Teilweise liegen sie bereits im Sterben. Solche Bilder sucht man in den Flyern vergeblich. Dort heißt es hingegen, Tiergesundheit ist für eine erfolgreiche Mast extrem wichtig. Dabei spielt die Tiergesundheit in Wirklichkeit nur eine Rolle, solange sie auch Profit bringt. Eine Behandlung solcher Tiere wäre kostenintensiv. Sie würde mehr Geld kosten, als ein Landwirt an dem Tier verdient. Und so werden diese Schweine elendig in den Buchtengängen zum Sterben zurückgelassen. Krank gemacht von einem System, in dem Tiergesundheit und Tierschutz nur Phrasen sind, um die Verbraucher zu besänftigen. Erst vor 2 Jahren entwickelte sich aus solchen Aufnahmen ein handfester Skandal. In Stallungen, die in Verbindung mit der damaligen Landwirtschaftsministerin stehen, gab es ähnliche Zustände. Nach einigen weiteren Skandalen trat die Ministerin sogar zurück. Dieser Betrieb befindet sich in der Nähe von Emstetten. Ein Schwein liegt ganz alleine in einem ausgestalteten Bereich. Wahrscheinlich war es zu krank, um verladen zu werden. Deswegen wurde es zum Sterben zurückgelassen. In einem anderen Stallbereich befindet sich eine Wasserablagerung im Dach. Von der schimmligen Decke tropft permanent Wasser in die Stallbereiche. Insgesamt sind die Stallungen stark verdreckt. Schweine, die eigentlich sehr reinliche Tiere sind, sind hier gezwungen, in ihren eigenen Exkrementen zu leben. Solche hygienischen Bedingungen haben Folgen. Auf dem Buchtengang eines Bereiches tummeln sich tausende Maden. Zwar befinden sich hier keine Tiere, diese Aufnahmen zeigen dennoch, wie hygienisch bzw. unhygienisch es in solchen Anlagen zugeht. Ob und inwiefern solche Zustände illegal sind, ist derweil unklar. Im Fall der damaligen Landwirtschaftsministerin wurden die Ermittlungen seitens der Staatsanwaltschaft wegen Tierquälerei eingestellt. Es gebe keinen Anfangsverdacht. Das Tierschutzgesetz ist eigentlich eindeutig. Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen. Gleichzeitig legalisiert jedoch die Tierschutz-Nutztier-Verordnung solche schrecklichen Haltungsbedingungen, bei dem eigentlich jedem denkenden Menschen auffallen müsste, dass das niemals artgerecht oder verhaltensgerecht sein kann. Ferner heißt es, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Dennoch folgen solchen schrecklichen Aufnahmen nur selten echte Konsequenzen. In diesem Stall werden tote Tiere einfach im Gang gelagert. Offensichtlich liegen sie bereits mehrere Tage hier. Auch finden sich schwer verletzte Tiere in den Buchten. Sie sind markiert. Also ist sich der Stallbetreiber über die Verletzungen durchaus bewusst. Von den anderen Tieren separiert, so wie es das Gesetz vorschreiben würde, hat er sie allerdings nicht. Diese Tiere werden elendig in den Buchten sterben und haben starke Schmerzen. Immer wieder wird durch Bauernverbände vermittelt, dass es in sogenannten kleineren Familienbetrieben keine schlimmen Zustände geben würde. Der Bauer von nebenan kümmert sich liebevoll um seine Tiere. Dahinter steckt natürlich Kalkül. Die Branche will ihr Image aufpolieren. Im Kreis Steinfurt gibt es vor allem diese Familienbetriebe,
Und alle Aufnahmen in diesem Film stammen aus Betrieben, die als mittelständische Familienbetriebe gelten würden. So auch dieser Betrieb in der Nähe von Rheine. Auch hier finden sich schreckliche Zustände. Um Einzelfälle handelt es sich nicht. Und so zeigt sich auch, wie es um die Transparenz in der Landwirtschaft wirklich bestellt ist. Die Veröffentlichung von solchen Aufnahmen wird immer wieder versucht zu verhindern oder die Aktivistinnen werden kriminalisiert. Der Einfluss der Bauernverbände reicht dabei sogar so weit in die Politik, dass im aktuellen Koalitionsvertrag folgender Satz steht. Wir wollen Einbrüche in Tierställe als Strafbestand effektiv ahnden. Die Landwirtschaft tut alles dafür, dass solche Aufnahmen nicht an das Licht der Öffentlichkeit gelangen. Mit der Transparenz, die sie selber vorgaukeln, hat das selbstredend überhaupt nichts zu tun. Industrielle Tierhaltung ist immer mit Tierquälerei verbunden, denn der Profit steht immer über dem Tier. Immer wenn Initiativen, Agrarverbände oder tierhaltende Landwirtinnen oder Landwirte von Tierschutz oder Tierwohl sprechen, ist das schlichtweg Heuchelei. Würde es dort wirklich um Tierschutz oder Tierwohl gehen, würde es diese Stelle gar nicht geben. Dann würde unsere Gesellschaft, die Politik und die Landwirtschaft endlich darüber diskutieren, wie wir zusammen aus dem System der Tierausbeutung endgültig aussteigen können. Damit solche Bilder endlich der Vergangenheit angehören.